Wo ist denn das unter Diverses? 26. Soll ich es kaufen? Was, 26? 1000. Nee. Erzähl mir doch jetzt keinen Schmarrn. Das kostet 20.000. Nee, ich habe 26.000. Ach so. Dann kaufe ich es mal. Oh. Oh, Steht das jetzt beim Händler bereit? Wir müssen es abholen. oh. Nee, ich bin auf der Übersichtskarte. Oh, toll. Jetzt muss ich finden, wo wir sind. Kann ich ein PDA anmachen? Nee. Scheiße, wo bin ich denn? Kann ich scrollen? Oh Ich je, oh möchte es je. auch sehen. Hast du das jetzt direkt schon bezahlt, wenn du das machst, oder erst Warte wenn du... mal. Ich gehe mal zurück. Und nochmal zurück. Dann kauf du es mal. Weil ich möchte es nämlich jetzt auch gern mal sehen. So. Da. Kaufen. Aha. Da ist der Bergpass. Da ist der Hof. Oh, Da da ist das kennt sich Haus. schon aus, toll. Mal ranscrollen. Kann man scrollen? Ja, mit dem Mausrad ein bisschen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob man das Ding drehen kann oder so. Drehen wäre nämlich recht praktisch. Das ist nämlich total verschoben. Da wäre nämlich die Öffnung von dem Bienen ist nämlich Richtung Hecke direkt. Ja, vielleicht nehmen wir eine Ha, andere ich Ecke. hab's. Wenn du jetzt mal noch ein Stückchen hinter das Haus gehst, da wo die Mülltüten stehen. Ja. Da direkt hinten ins Eck kann es reinklatschen. Okay, dann schaue ich mal das. Oh, oh. Was steht denn da oben? Wieso schreiben die das auf Englisch? Das Spiel ist doch ein deutscher Entwickler. Ja, hausgemachter Honig. Ja. Und die fliegen schon rum. Oh, und die Summen auch. Und kann man da jetzt irgendwas machen? Einsteigen oder so? Was willst du nun einsteigen? Ja. Und wie ist das jetzt mit dem Geld? Und hä? Oh, ich höre sogar summen. Ja. Ja, dann gehen wir doch mal. Wo sehe ich mein Geld? Ah, ich habe noch alles Kapital. Also ich kann auf L, dann kann ich das hier dingsen. L? Ja, ich Ach weiß so, nicht, ob... das. Ja, sehe ich. Okay. Ich könnte jetzt Geld überweisen. So. Wow. So, okay, jetzt haben wir hier so ein Bienenhäuschen und... Ja, vielleicht kriegen wir über Nacht Geld. Ja, warte mal, halt mal ab. Ja, das ist aber das Blöde, man hat hier eigentlich keine Bilanz irgendwie, wo man mal gucken könnte, für was man jetzt wann Geld bekommen hat. Ja, Oder... aber es ist besser, aber zumindest als beim Skiregion-Simulator. Da sind ja die Preise, ich bringe Handtücher irgendwo in Hütte und krieg Ja, 10.000 und das genau, das scheint habe ich mir auch super. schon gedacht. Ne? Aber man hat auch keine Anzeige, von welchem hat so und so viel Honig oder so. Also, ich weiß nicht, langsam aber sicher bekomme ich das Gefühl, es ist Deko. Nee, stand ja in der Beschreibung, dass wir Geld damit verdienen. Ach so, ich habe keine Beschreibung. Bienenhaus. Mit diesem Bienenhaus können Sie Bienen züchten. Ich denke, die züchten sich allein. Die wissen schon, wie es geht. Ja, das ist halt mit dem Bienchen und Blümchen. Ja, genau. Und durch den Verkauf von Honig zusätzliche Einkünfte erzielen. Das Bienenhaus kann frei auf der Karte platziert werden. So. Und das Tolle ist, wir sind direkt an der Tankstelle, dann haben wir auch gutes Honig. Guten Honig. So. Ich finde es aber cool, wenn die Bienen auf dich zufliegen da. Ich brauche eine 3D-Brille. Das sind keine Bienen, das sind Hummeln. Alter, Tatsache, die sind voll fett. Das ist gut, dann bringen sie noch mehr. Ja, oder die fressen es alles selber. Da wären wir wieder bei Biene Maya. Biene Ne? Maja, Flip Flip. und wie heißt der kleine Dicke? Bruno? Nee, Nee, nee. nee, nee. Ja. Genau. Willi. Willi, genau. Willi. Maja, flieg nicht so schnell, ich komme nicht mehr her. So, was machen wir denn jetzt eigentlich? Du gehst Also, grob an. ich gruppe jetzt mal das kleine Feld, was hinterm Haus ist. Das geht noch am Okay, schnellsten. dann suche ich hier den roten und häng dann nach Gruppern doch gleich die Das Saatding Saatmaschine. dran, ne? So, Wie ist klopf. es eigentlich? Ah ja, düngern tun wir nachdem gesät ist, ne? Ja. Rein logischerweise irgendwie. Können wir ja mal kurz gucken, ich guck mal auf PDA.
Was am meisten Geld bringt? Raps. Eindeutig Raps. Ah, das Okay. wieder, da kommt es wieder drauf an, wie viel Ertrag kriegt man davon. Also ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht von keine Ahnung, einer diversen Fläche Raps nicht so viel Ertrag rauskriegt wie von der gleichen Fläche Weizen oder sowas. Ja, Raps ist das hier. Raps mag ich, weil das schön gelb ist. Ja, ne? So, wo habe ich denn das Zeug? Ich glaube, das sind die Tüten da hinten, die Säcke. Jo, richtig. V. So, auffüllen, ja. Das kostet wieder Geld. Ja. Und es wird mir abgezogen auch. Oh. Oh mein Gott, selbst Kuppern, das habe ich auch immer einen Helfer machen lassen. So, eh, fahren wir ein Stückchen vor. Das Ding ist ja, bist du schon mal mit dem Flug über die Straße gefahren? Nee, nur über das Gras, aber über die Straße noch Mit dem nicht. Flug kannst du alles fliegen. Okay, Straße habe ich noch nicht ausprobiert, aber über den Hof kannst du auf jeden Fall. Dann müssten wir ja mal bei irgendeiner Scherz-Map. Da kannst du Kornkreise auf dem Hof machen. Ja, oder eine komplette Straße mit Weizen voll machen oder so. Das Ernten einfacher. Machst einfach bloß eine Spur. Einmal rundherum um den Berg. So, Saat wählen. Ich kann ja live ändern. So, V. Geht er 2 oder will er 1 haben? Nee, ich denke G2. 2 geht, ja. Ah, 2 geht nicht. Muss. Hat mich irgendwie abgeworfen hier. Ach. Na super. Und Ah, ich ist muss... das doof. Jetzt sehe ich gar nicht mehr, wo ich noch kuppern muss. Ja, das habe ich mir eben auch gedacht. Warte mal, wo wollte ich denn hin? Hier. Ich warte einfach. Fahr noch mal drüber. Ja, nee, das geht schon so halbwegs. So ein bisschen geht's. Bis jetzt noch. Also es haut schon jetzt noch hin. Ich glaube, mit dem Grupper kann man fahren, wie man will. Ich glaube, da passiert nichts weiter. Weiß ich nicht, ich mache nur trotzdem hoch. Ach so, ne, mit dem Grupper machst du den Rasen kaputt. Echt? Ja. Das ist doof. Oder war das mit der Flug? Mit dem Flug macht man ja eh alles kaputt. So. Nee, der Kurve macht nur rein auf dem Feld. Ja. Also, Flug böse. Und der Trecker hat, glaube ich, einen Linkstouch. Oder doch nicht, jetzt hat er nach rechts gezogen. Sehr kurios, das Teil. Ich würde sowieso am Anfang sagen, ich weiß ja nicht, wie schnell wir da unterwegs sind, dass wir erstmal bloß die Felder hier in der Umgebung hier vom Ja. Haus. Weil drüben auf der anderen Seite vom Fluss sind nämlich zwei richtig schöne große Felder dann noch. Oh, das erste eigengesäte Gut. Dann macht das Ernten noch viel mehr Spaß, wenn man weiß, man hat es selber angesehen. Ja, und dann noch das eigene Brot draus gemacht. Aber was ist ein Raps? Rapsbrot. Nee, Öl. Ich weiß nicht, ja, lasse ich irgendwie immer das letzte Stückchen aus. Ja, entweder, ja, man muss entweder vorher schon heben und dann fährt ja der Traktor weiter. Und du lenkst zu spät oder... Nee, ich heb's zu früh, glaube ich. Oh, wirbelst du Staub auf? Verzeih, dass mal regnet. Oder wir trinken jede Menge Honigwein und pingeln dann ein bisschen aufs Feld.
Ist Honig war nicht Met. Richtig. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich habe ganze Streifen ausgelassen. Ich wollte es mal schnell machen, ohne anhalten und so, aber ja. Ja, okay. Wenn ich drüber bin, sieht man das ja nicht. Ja, man sieht es dann bloß, wenn es gewachsen ist. Ja. Aber ich glaube, da ist das Spiel ist sehr tolerant. Naja. Behaupten wir einfach mal so. Ja, okay. Ich bin auch tolerant. Intolerant. Oh mein Gott. Okay, ich spiele ja mit Mossi. Das ist ja schon schlimm genug. Hey. Im Osten geht die Sonne auf. Im Norden nimmt sie ihren Lauf. Ach nee, Quatsch. Im Westen wird sie untergehen. Haben sie wieder zu diskutieren. Jetzt weiß der noch nicht mal, wie die Sonne ihren Lauf nimmt. So viel zum Thema Ossi. Ja. Ja, wenn die Sonne aufgeht, bist du wahrscheinlich schon nicht wach, ne? Das ist möglich. Aber ich muss ja morgen noch mal arbeiten und dann habe ich 2 Tage frei. Bei dem Wetter ist es ideal. Ja, mache ich ein bisschen Lauftraining und so. Mal beschissen. Eine Spätschicht Lauftraining machen ist doof. Ach, ich habe es jetzt sehr vernachlässigt, aber wir haben ein Fitnessstudio, das 24 Stunden auf hat. Cool. Und da kannst du bis 3 Uhr, 4 Uhr nachts da auch drin sein oder so. Aber momentan sehe ich nicht aus, als würde ich ein Fitnessstudio besuchen. Ins Fitnessstudio gehe ich auch nicht. Wenn ich laufen gehe, dann gehe ich richtig laufen und nicht irgendwie. Na gut, aber wenn du 23 Uhr Feierabend hast, dann gehe ich lieber auf den Laufband, als irgendwo nachts noch durch die Gegend zu rennen. Ja, ich mache das ja dann meistens vor der Arbeit halt. Ja. Ah, Spätschicht ist so oder so immer scheiße. Man hat man so wenig vom Tag. Alter, du heizt da ganz schön lang. Wahrscheinlich bist du schneller als ich. Ja, ich habe momentan einen Lauf drin, das glaube ich ja gar nicht von mir. So, jetzt hast du es beschrieben und dann hört der Lauf auch gleich auf. Dann simuliere ich einen Serverabbruch und behaupte, Ja, dass schon wieder. Der sich arme hier Ossi ist dann wieder schuld. genau. Hauptsache man hat für einen Zweifelsfall irgendeinen Sündenbock. Na gut, wenn du kein Ossi wärst, dann würdest du ja in Bayern wohnen, das ist ja genauso schlimm. Ja, wobei. Verdammt. Ich bin zwar im Osten aufgewachsen, aber ich wohne in Bayern. Das sage ich doch. Das ist ja für uns alles eine Ecke. Ach ja, hey. Ja, und wenn du im Norden wohnst, bist du Fischkopf. Da ist doch egal. Was sagen wir so, ich kann die Bayern so direkt auch nicht leiden. Also jetzt zumindest Oh. die tiefen Bayern, jetzt weißt du, die Urbayern. Mit ihrem hässlichen Dialekt und dem Weißwurstgefresse und. Ah, nee. Ich finde es nur faszinierend, dass die konsequent, aber sich weigern oder nicht versuchen, Hochdeutsch zu sprechen. Ja. Ich meine, dass jeder Landstrich seinen eigenen Dialekt hat, ist ja in Ordnung. Aber wenn man fragt, können Sie Hochdeutsch sprechen, tue ich doch. Ja, Aber genau. auf Tiefbayerisch, dann Wir sagst du können dann. alles, außer Hochdeutsch. Ja. Aber das sind die Stuttgarter, glaube ich, die diese Werbung hat. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß nur, dass es bei uns sogar einzelne Dörfer gibt, die ihren eigenen Dialekt haben. Ja, haben wir bei uns auch. Also es gibt Landstriche, da verstehe ich meine eigenen Landsleute Ja, nicht. das ist echt. Ja, jetzt heizt es aber ganz schön los hier. Ja, sind wieder zwei oder was?